Okay, wir schauen einfach mal gerade auf die Karte, ob es hier noch irgendwo einen anderen Ausgang gibt. Das bin ich mir nämlich gerade nicht so sicher. Ich meine, es gibt hier nämlich nur... Ach, guck mal, doch, hier ist noch ein Ausgang. Hier ist einer. Hier unten ist ein Ausgang. Und hier oben ist offensichtlich auch einer. Jetzt ist natürlich die große Preisfrage. Wo müssen wir hin? Ich schätze mal, wir müssen hier oben raus. Ich guck mal gerade. Hier habe ich deinen Segen. Das ist aber nett von dir, Erik. Vielen Dank. Was? Ich habe keine Hörner und keinen Schwanz. Ach so, deswegen darf ich nicht hier bleiben. Das meinst du, ne? Lichtberg. Ach, guck mal, ich bin richtig. Ich habe nicht geschmult. Ich habe das jetzt einfach mal probiert, ob wir hier richtig sind. Und offensichtlich sind wir hier richtig. Guck mal, hier müssen wir irgendwie lang. Glaube ich. Was mich gerade schon wieder etwas verwundert, dass hier gerade keine Gegner sind. Aber hier ist eine. Hä? Ist das ein Vieh? Das sah aus wie ein... sah aus wie ein... Ach, das ist ein Metallkäfer. Das sah gerade aus wie irgendwelche Blumen. Wie diese Heilpflanzen, die wir beim letzten Mal oder vorletzten Mal gefunden haben. Bin so nicht religiös, möge die Macht mit dir sein. Ja, da musst du auch nicht mehr religiös sein. ja. Genau, ich komme gerade nicht drauf, wie das bei Battlestar hieß. Wie hieß das da? Weiß ich nicht mehr. Verdammt, schon wieder so lange her, dass ich Battlestar gesehen habe. Das war aber erst letztes Jahr. Vorletztes Jahr. Doch schon wieder lange her. Ich weiß es nicht mehr. Was haben die da nochmal gesagt? Ich weiß nicht. Egal. Was macht der denn? Was war das denn? Hä? Das war gerade komisch. So, das Viech dope. Roms und weg damit. So, fort sind die Metallgeber und dope sind sie. Gut, 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 gut. Mir ist im Übrigen aufgefallen, dass, ja, man hat die Alerts gar nicht bei mir gehört. Es hat, irgendjemand hat das mal gesagt, aber ich dachte immer, das kann gar nicht sein, weil ich höre die ja auch, die Alerts. Aber offensichtlich habt ihr die wirklich nicht gehört. Lag einfach daran, dass ich was Falsches eingestellt hatte. Jo. Ganz clever von mir. Und was mir auch aufgefallen ist, was dem Frau Schafi letztens aufgefallen ist, dass die Kamera und der Ton asynchron bei mir sind. Aber nur die beiden Sachen und auch nur im Stream und ich habe keine Ahnung warum. Das ist extrem seltsam. Ja, ich weiß nicht, warum das so ist. In der Aufnahme ist alles in Ordnung. Im Stream haut's nicht hin. Ich weiß nicht, woran es liegt. Oh, eine fette Schlangenganke. Komm mal her, du. Die mache ich platt. So, der nächste Kampf. Ja, ihr wisst ja, wir müssen ein bisschen kämpfen, wir müssen immer mal so ein paar Viecher mitnehmen. Und deswegen kämpfe ich jetzt hier auch gerade wieder gegen eine Grubenviper. Oder Viper. Weiß nicht, wie man es ausspricht, genau. Gruviep. Ja, gegen einen auf den Dates. Eine ist schon mal tot. Und die zweite ist auch tot. Und die dritte ist nicht tot. Weil die irgendwie durfte sie nochmal beißen. Ein Stück von mir abbeißen. Finde ich nicht gut. So. Einmal alle drauf auf das Vieh. Los, gebt ihr. Macht sie kaputt und da ist sie weg. Wunderbar, so kann es gehen. Hip hip hurra. Wunderbar. Jetzt. Was? Warum schreibst du das nicht im Chat, Frau Schafi? Frau Schafi hat mir geschrieben, aber auf dem TV sieht's aus, wenn Sue nach oben läuft, als wenn Puffy einfach zwei Möpse auf ihrem Kopf... Was? Möpse? Zwei Möpse auf ihrem Kopf macht. Ne? Da ich jetzt nichts dazu. Hallo, Sirup-Einhorn. Einen schönen guten Abend. Weil es anstößig ist. Möpse, das können auch zwei Hunde sein. Also, ne? Okay, hier ist nochmal eine Spinne. Die schnappe ich mir auch gleich. Da liegt noch Geld da draußen. Ich bin am Überlegen, ob ich da nochmal rausrenne und mir das holen soll. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich habe es gerade vorgelesen. Soll ich es nochmal vorlesen, Erik? Weil du gerade nicht zugehört hast. Ja. Auf dem großen Fernseher sieht das halt alles ein bisschen größer aus, ne? Das ist halt nun mal so. So.
Verdammt, das Vieh hat gekontert. Blöde Hundespinne. Finde ich nicht gut. Ey, bleib doch mal da. Ist ausgewichen, oder wie? Okay, Hundespinne tot. Ah, okay. Ich kann es nochmal vorlesen, was das Frau Schafi mir gerade geschrieben hat. Entschuldige, aber auf dem TV sieht's aus, wenn Sue nach oben läuft, als wenn Puffy einfach zwei Möpse auf ihrem Kopf macht. Ne? Das hat sie mir geschrieben. Möpse. Bellende Hunde. Stimmt. Du hast recht. Jetzt. Das sind Dinge, die man jetzt nicht wieder. Ja. Du bist doof, Frau Schafi. Jetzt. Das ist. Ja, das kann jetzt nicht wieder ungesehen gemacht werden. Na, schönen Schrank auch. Ich renne jetzt hier gerade nochmal raus und hole mir das Geld da draußen. Ich glaube, das war nicht allzu weit. Ich muss eigentlich doch nur hier einmal... Wo ging denn das hier raus? Hier ging es raus. Genau. Und dann rennen wir einmal hier hoch. Was? Das mache ich jetzt nicht auf. Ich mache jetzt hier kein YouTube-Video auf. Das muss nicht sein. Was, damit es jeder richtig ausspricht? Möpse? Oder Lasagne? Was ist das? Damit wer was richtig ausspricht? Was hast du denn schon wieder... Es gibt so viel Schrott im Internet, ne? Unfassbar. Lasagne. Sag ich doch. Lasagne. Ich sag nee. Also, egal. So, kommen wir mal zurück zum Spiel. Auch wenn hier gerade nicht so viel passiert, außer kämpfen. Und hier ist auch schon der nächste Kampf gegen eine Viper und Metallkäfer, wie es aussieht. Was? Lasonch? Ja, nee, ist klar. Das heißt doch nicht Lasonch. Egal. So, mir ist gerade eingefallen, wir hatten ja beim letzten Mal eine wunderschöne Technik dazugelernt. Und zwar die Feuersäule. Und ich würde sagen, wir probieren das einfach mal aus gegen hier den Viper. Und schauen mal, was draus wird. Ja, es ist ja so, es passiert ja gerade nicht viel. Ich renne rum und mache Dinge. So, und jetzt zünde ich Viecher an. Und, habe sie gut, getroffen. Würde ich mal sagen. So, zwei Gegner nur noch übrig. Die haben auch nur noch ein bisschen. Dafür ist Fena gerade paralysiert. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was dieses Symbol da bedeuten soll. Oh, der eine Metallkäfer hat noch... Aua. Hey, hör mal auf da. So, und jetzt macht das blöde Viper-Vieh noch tot. Ja, wunderbar. Okay. War offensichtlich Paralyse oder sowas. Ja. Die waren gerade alle paralysiert. Papaya-ralysiert. Egal. So. Okay, wir brauchen auch nicht mehr so viele XP. Ich habe jetzt gerade gar nicht drauf geguckt, aber bei irgendjemand war es jetzt nicht mehr allzu viel, wenn ich es richtig gesehen habe. So. Bei dir hat Twitch gerade nicht richtig funktioniert? Okay, dann hallo nochmal. Hallo. Ja, Twitch hat zurzeit irgendwie immer mal so... Ich weiß nicht, ob es an mir liegt. Ich weiß nicht, ob es an meinen Einstellungen liegt oder ob es direkt an Twitch liegt. Irgendwas ist immer irgendwie komisch. Ja. Ich weiß es aber, wie gesagt, leider nicht. Ich habe jetzt schon alles eingestellt, was ich einstellen kann. Und das Einzige, was jetzt noch asynchron ist, ist die Kamera. Und ich weiß nicht, warum sie asynchron ist. Weil, wie gesagt, in der Aufnahme ist sie nicht asynchron. Ich habe keine Ahnung, worum es liegt. Woran es liegt. Kamera doof. Oh, hier, Stufe. Genau, Fena war's. Fena hat ein Level abbekommen. Ich habe gesagt, irgendjemand bekommt demnächst eins. Joa. Naja. Hä? Hinterhalt. Ein Hinterhalt, weil ich jetzt kurz in so eine Art Cooldown war und durch den Gegner durchgelaufen bin, oder was? Ja, ist klar. Das war jetzt gerade doof. Boah. Was? Hinter?
Was? Tim, was ist los? Da sagt jemand was von Hintern und da gehst du steil oder was? Ist alles gut. Schön. Machen wir hier die 4. Hä? Zauberblock Orb. Oh. Kann jetzt Fener nicht mehr zaubern. Das ist ja natürlich mies. Hintern, halt. Hintern halt. Ja. Ja, ist okay. Ist okay. Spaß ist, was ihr draus macht. Ist vollkommen in Ordnung. Solange ihr Spaß habt, ist alles in Ordnung. Ne? Weißt du Bescheid. Gut. Ich renne jetzt einfach mal nach hier oben. Was seid ihr denn Schönes? Blümchen? Pflanzen? Oh, guck mal, hier liegt was. Was ist das? Ein Säckel mit einem Item darin. Technbrr. Was ist denn ein Technbrr? Brrr, böser Techen. Brrr. Ja, denk an TP, ZP und SP. Jo, da habe ich dran gedacht. Was ist denn Technbrr? Technikbrecher. Ah, okay. Hebt Zauberblock bei einem Freund auf Fluchbrecher und nochmal Fluchbrecher. Ah, Technbrr. Ah, schrecklich, immer diese Abkürzung. Ganz, ganz schlimm sowas. So, ja, jetzt ist die große Preisfrage. Hier liegt nochmal Geld, nehme ich mit. Gib her. Dankeschön. Palüm. Okay, hier mal eine Runde um den Block. Hier ist nix. Hier oben ist aber ein Diamant. Oh, den möchte ich gerne haben. Deswegen renne ich da als erstes hin. Oder auch nicht. Hä? So, nochmal Geld. Aber ich kann hier mal gerade gucken, wie wir da eventuell hinkommen. Aber da komme ich irgendwie von der anderen Seite. Wie komme ich... Hä? Was ist das denn jetzt für ein Quatsch? Wie komme ich denn jetzt da rüber? Okay. Das wird interessant, weil... Es gibt hier keinen Weg. Hier führt kein Weg dran vorbei. Lasst mich durch. Ich will zu dem... ich will zu dem Diamanten. Wie doof. Wie komme ich denn jetzt da hin? Das ist die große Preisfrage. Bin ich nicht hier eben schon mal lang gelaufen? Hier ging doch auch nicht... Hier geht es auch nicht weiter. Hä? Was ist denn das jetzt für ein Knet? Ich soll da lang, aber ich komme da auch ehrlich gesagt gar nicht lang. Guck mal, ich soll hier lang. Und eigentlich soll ich hier durch. Aber ich komme doch hier gar nicht durch. Hä? Was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Na okay, dann gehe ich halt nicht hier lang. Okay, dann müssen wir einen anderen Weg finden. Jetzt ist die Frage, wo? Ich guck mal hier lang. Ja. Da liegt nochmal Geld. Muss ich da eventuell lang? Jetzt habe ich gerade völlig die Orientierung verloren, weil ich die Kamera zu viel gedreht habe. Lichtbergfuß, guck mal. Hier sieht's aber aus, als wenn ich... Ah, hier muss ich, glaube ich, lang, ne? Ah, hier oben ist noch eine Schlange und noch irgendein Vieh. So, ich habe es diesmal aber angegriffen. Beziehungsweise bin drauf losgerannt und hoffe jetzt einfach mal, dass ich im Vorteil bin. Nee, Normalkampf geschehen. Okay. Hätte ja sein können, dass es irgendwie klappt, aber hat offensichtlich nicht geklappt. Hä? Ich wollte doch... Ach, ich wollte hier den machen. Brenne. Ich mach mal Brenne auf irgendeinen der Gegner hier unten. Auf die mittlere Viper. Warum auch nicht? Und dann mache ich bei ihr auch nochmal Brenne. Auch auf die mittlere Viper. Mal gucken, vielleicht... Vielleicht heben sie sich schon gegenseitig auf, aber glaube ich noch nicht. Aber es kann auch sein, dass sie sich gegenseitig ein wenig helfen. Ja, super. Ah, guck mal. Ah. Ja, oft kommt man nicht auf direkten Wege hin. Das stimmt. Oft kommt man nicht direkt dahin, wo man hin möchte. Das stimmt. Das ist mir auch schon aufgefallen. Schon ein paar Mal jetzt. Hä? Okay, komisch. Wir haben nicht alle Schaden bekommen, obwohl sie alle geblinkt haben. Okay, Lähmungsflüssigkeit. Ey, hör mal auf, du Penner. Ach, sie ist gelähmt. Also doch irgendwie ein Stück weit paralysiert. Au!
Wait. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, wenn die Kleine hier schon wieder einen Geist aufgibt. Lebenstrank. So, einmal auf Su. Wiederbelebungstrank. Zack. Die Käfer bekommen beim Feuerzauber keinen Schaden. Stimmt, du hast recht. Die haben nichts abbekommen, die Scheißviecher. Du hast vollkommen recht. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, siehst du? Okay, Fena ist die Nächste, die drauf geht. Scheibenkleister. Oh, Kacke. Halt, warte mal. Ich baller mal den hier weg. Ich hoffe mal, ich kriege ihn platt. Oh. Habe ich noch einen Wiederbeleber? Nee, habe ich nicht mehr, ne? Shit. 150 TP. ZP. Nee, bringt mir nix. Ja, ich kann eigentlich... Theoretisch kann ich nicht zaubern, weil er ja gerade einen Zauberblock gemacht hat. Theoretisch hat er das gerade gemacht. Ich weiß es aber nicht, ob es wirklich so ist. So. Autsch. Das ist alles nicht so gut, was hier gerade passiert. Das ist alles gerade nicht sonderlich gut. Au. Aber der blöde Käfer ist auf jeden Fall schon mal Geschichte. Ich muss auf jeden Fall die hier erstmal platt machen. Oh, Scheiße. Er hat mich geblockt, der Penner. Beziehungsweise hat es abgebrochen. So, Nummer 1 ist weg. Nummer 2 hat einen auf den Dez gekriegt. So, dann muss ich die jetzt aber trotzdem platt machen. So, okay. Naja gut, dafür haben wir jetzt alle Schlangen tot. Das ist interessant. Jetzt muss ich irgendwie Fena wieder beleben. Ich habe aber noch keine Ahnung, wie. Und ich wüsste jetzt auch gerade nicht... Boah, wo waren jetzt ein Händler? Im Dorf waren Händler, ne? Das Spiel verzeiht nicht viele Fehler. Ja, ich hab's gemerkt. Ich hab's gerade gemerkt. Ich muss da jetzt doch erst nochmal irgendwie ins Dorf zurück. Das war ja zum Glück nicht allzu weit. Und allzu viel ist unterwegs auch nicht passiert. Deswegen... also hier in diesem Waldstück ist nicht sehr viel passiert. Deswegen kann ich wieder zurückrennen. Kein Speicherpunkt in der Nähe, nein. Der Speicherpunkt ist hier am Eingang. Aber ich möchte trotz alledem nochmal zum Laden, um mir nochmal mindestens einen Wiederbeleber zu holen. So. Ich weiß jetzt nur gerade nicht mehr, wo der Laden war. Gib mir mal eine Sekunde. Ich muss den gerade suchen. Das ist Haus 1. Waffenladen. Könnte klappen. Weiß ich aber nicht, ob jetzt hier... Aber doch, sieht gut aus. Willkommen, wir führen alles von Jagdutensilien bis zu medizinischen Kräutern. Sieh dich um, wenn du kaufen willst. Ich kaufe aber auch Dinge an. So, schauen wir mal. Hier könnte eventuell ein Lebenstrank. Genau, kostet 1000 Gold. Boah, ist der teuer. Na gut, okay. Einen gebe ich Justin und einen gebe ich Sue. Oh Gott, ey, die sind aber teuer. Okay. Theoretisch könnte ich meine Zauberblockierdinger da verkaufen, aber ich behalte sie lieber erstmal. Oder Rose kaufen? Nein, hier gibt es keine Rose. Nicht mal Puderrosa. Vielleicht sollte ich mal aufräumen. Ja, mache ich morgen. Ich räume morgen hier auf. Ich weiß, dass es hinter mir chaotisch aussieht. Sieht man aber im Stream nicht. Ich weiß, was du meinst. Sollte man mein Inventar aufräumen. Ja, mache ich. So, speichern. Ich weiß doch. Ich weiß, dass ich im Inventar mal aufräumen sollte. So. Okay. Ja, nun. Ich weiß. Ich kann ja mal gucken. Wie sieht es in meinem Inventar... Wie sieht es in meinem Inventar aus? Meine Güte. Mit dem Reden klappt schon wieder nicht so gut. Fluchbrecher. Technikbrecher, Fluchbrecher. Die Dinger kann ich eigentlich verkaufen. Zumindest zwei davon, oder? Warum hat denn er jetzt beide Lebenstränke? Hä? Immer. Habe ich gerade von jedem zwei gekauft? Okay. Ich glaube, ich habe gerade von. Ich glaube, von den Dingern zwei gekauft. Na egal.
Fremdlinge sehen wir hier nicht oft. Hast du vielleicht etwas Interessantes zum Tauschen dabei? Ja, vielleicht. Schauen wir mal. Auf jeden Fall würde ich mal die Dinger hier verkaufen. Technikbrecher. Bringt 100 Gold. Bringt nie viel. Flugbrecher. Ich schmeiß die einfach weg. Was ist denn das hier? Erhöht IP bei einem Freund dauerhaft? IP? Was ist denn IP? Das soll LP wahrscheinlich heißen, oder? Das bringt Platz, auf jeden Fall. Ich weiß. Blaue Pille. Die hebe ich mal auf. Plus 2 Sus Unterstützung. Nutzen. Ja, nehme ich auch gleich. Ich nehme ihn gleich. Eisenkeule, Lehmsalz, Lederpeitsche. So, Cola, Schola. Ich heb diese ganzen Dinger, heb ich auf. Ja. Ja. Ich benutze es sofort. Ich benutze es sofort. Ja, ich bin ja schon dabei. So, aber es ist die Frage, was ist denn, was genau erhöht ist? Nee, kann ich gar nicht. Guck mal. Pfandbrief. Kann ich nicht benutzen. Geht nicht. Du trinkst Dosentomaten-Sirup-Einhorn? Was? Okay. Warum auch nicht? Die kann man schlecht trinken. Ja, weiß ich nicht. Echt? Okay. Na gut. Ja, gut. Wenn Spaß macht, warum nicht? Ne? Kann man auch mal Dosentomaten trinken. Ich meine, es gibt Leute, die trinken nur im Flugzeug Tomatensaft. Ich trinke nie Tomatensaft. Ich mag Tomatensaft nicht. Aber Tomatenketchup esse ich. Ich mag auch rohe Tomaten nicht. Aber Tomatenketchup esse ich. Egal. Ist halt so. Ne? Mann, wo war denn jetzt wieder das Ausgang? Hier war der. So, ich speichere nochmal, weil ich jetzt nochmal verkauft habe. So. Tomatensaft ist lecker. Weiß ich nicht. Also, den ich mal probiert hatte, der hat mir nicht geschmeckt. Ist aber auch schon ewig her. Autsch, einmal die Tür vom Kopf. Hast du geheilt? Ja, ich habe geheilt.